Breaking News. Bundeswehr plant Angriff auf die Krimbrücke. Aus einer geleakten Aufnahme geht hervor, dass hochrangige deutsche Militärs einen Anschlag auf die russische Krim geplant haben. Wir zeigen Ausschnitte aus der Tonaufnahme und haben die Namen der Militärs in Erfahrung gebracht. Wenn Deutschland nicht unmittelbar ein deutliches Zeichen der Deeskalation setzt, könnte diese Meldung verheerende Folgen haben. Nun, das schreibt zumindest Dominik Reichert. Wer ihn nicht kennt, er arbeitet beim Antispiegel und war auch schon mal bei mir auf dem Kanal zu Gast. Schaut das Gespräch, was wir beide geführt haben, gerne nach. Wir schauen uns jetzt einen kurzen Bericht über das, was er hier schon kurz beschrieben hat, mal an. Das sind wirklich gefährliche Nachrichten, die wir hier bekommen. Deutsche Bundeswehroffiziere planen einen Anschlag auf russische zivile Infrastruktur. Ich glaube, über 20 Taurus-Raketen haben die in der Aufnahme besprochen. Naja, schauen wir mal, was Dominik Reichert dazu zu sagen hat. Wir beginnen mit einer Eilmeldung. Die Bundeswehr soll einen Angriff auf die Krimbrücke erörtert haben. Dies wurde durch eine durchgesickerte Aufzeichnung eines Gesprächs bekannt, das zwischen deutschen Militäroffizieren stattgefunden haben soll. Die Aufnahme wurde heute von der RT-Chefin Margarita Simonyan in ihrem Telegram-Kanal veröffentlicht. Hochrangige Bundeswehroffiziere und andere ungenannte Führungskräfte sollen über die Planung eines Angriffs auf die Krimbrücke gesprochen haben. Und da komme ich dann drauf, dass es zwei interessante Targets gibt. Einmal so eine Brücke im Osten und einmal Munitiondepots, wo wir reinkommen. Die Brücke im Osten ist schwer zu erreichen und die Pfeiler sind relativ klein und da kann der Taurus warten. Und die Munitiondepots, da kommen wir durch. Und wenn ich das jetzt berücksichtige und vergleiche, wie viele Storm Shadows und MLRS abgeschossen wurden, da hat man ganz kurz alle Einstellungsmerkmale. Da habe ich mir drei Routen rausgesucht, wo ich sagen würde, geht es da um die Brücke oder geht es da um Munitiondepots? Ich würde gern noch mal schnell ergänzen wegen der Brücke, weil wir uns die intensiv angeguckt haben. Und die Brücke ist leider, aufgrund ihrer Größe, wie ein Flugplatz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche. 10 bis 20 Taurus, ihr habt's gehört. Also das sind die Planungen, die die Bundeswehr da, also die Offiziere in der Bundeswehr da im Geheimen durchgeführt. Die Teilnehmer des Gesprächs schneiden auch die ausländische Militärpräsenz in der Ukraine an. Sie erwähnen insbesondere die Präsenz der USA und die ihnen zur Verfügung stehenden Daten. Man muss ja immer davon ausgehen, was die Ukrainer dann mittlerweile selbst alles machen. Wir wissen ja auch, dass da viele Leute mit amerikanischem Akzent in Zivilklamotten rumlaufen. Da darf man sagen, dazu sind sie dann noch relativ schnell selbst in der Lage, weil die Satellitenaufnahmen, die haben sie alle. Da muss man auch... Ja, Frankreich, Großbritannien, die USA, die sind alle schon mit eigenen Kräften vor Ort, seien es Söldner oder seien es irgendwelche Spezialkräfte, aber dass die da vor Ort haben, das ist schon länger bekannt. Davon ausgehen. Laut Tonaufzeichnung diskutieren die Teilnehmer, inwieweit die Bundeswehr in die Planung und Durchführung eines Angriffs einbezogen werden kann, ohne als Kriegspartei aufzutreten. Bei der Umsetzung des Plans müsse darauf geachtet werden, dass kein Kriegskriterium erfüllt werde. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gleich zu Beginn ein Kriegskriterium formulieren. Wenn wir dem Minister jetzt sagen, ich überspitze ein bisschen, wir planen die Daten und fahren sie dann von Polen aus mit einem Auto herüber, damit es keiner mitkriegt, das ist ein Kriegskriterium. Wir werden es nicht schaffen, dass wir mit einer irgendwie gearteten Beteiligung von uns das Ganze umsetzen. Anhand der Namen der Personen, die in den Aufzeichnungen benannt werden, sollten folgende Personen an dem Gespräch teilgenommen haben. Generalleutnant Ingo Gerhards, Brigadegeneral Frank Gräfe und Abteilungsleiter Lufteinsatzzentrum des Raumfahrtkommandos der Bundeswehr Stefan Fenske. Der ranghöchste Gesprächsteilnehmer soll der amtierende Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant der Bundeswehr Ingo Gerhards sein. Während seiner Militärlaufbahn hat Gerhards über 2500 Flugstunden auf verschiedensten Flugzeugtypen, unter anderem auf F-4F, MiG-29, Tornado und Eurofighter absolviert. Unter seinem Kommando stehen insgesamt 30.000 Soldaten sowie zivile Beschäftigte. Seit seiner Übernahme der Verantwortung 2018 hat er die Kampfbereitschaft der Eurofighter-Kampfjets der Bundeswehr verdoppelt.
Ein weiterer Gesprächsteilnehmer ist vermutlich der Bundeswehr-Brigadegeneral Frank Graefe. Er ist der Abteilungsleiter für Operationen und Übung des Luftwaffenkommandos und der ehemalige Militärattaché der BRD in den USA. Zudem leitet er die Aufklärungsgruppe der deutschen Luftwaffe in Jordanien. An dem geleakten Gespräch der Ziemlich hohe Tiere in der Bundeswehr, die da dabei waren. Militärs soll sich ebenfalls der Abteilungsleiter des Lufteinsatzzentrums des Raumfahrtkommandos der Bundeswehr, Steffen Fenske, beteiligt haben. Dieser war in der Vergangenheit für die Organisation von Online-Seminaren verantwortlich, die Frauen für die Bundeswehr gewinnen sollten. Des Weiteren nahm an dem Gespräch ein Mitarbeiter des Raumfahrtkommandos der Bundeswehr sowie mehrere namentlich nicht genannte Führungskräfte teil. Der stellvertretende Vorsitzende des Russischen Föderationsrates kommentierte, das durchgesickerte Gespräch sei ein solider Beweis für eine direkte Beteiligung der NATO-Verbündeten am Ukraine-Konflikt. Es besteht kein Zweifel an der Echtheit dieses Gesprächs. Es besteht kein Zweifel daran, dass ein solches Gespräch nicht hätte stattfinden können, ohne dass die deutschen Militärs die Stimmungen in der politischen Führung verstanden hätten. Und höchstwahrscheinlich fand dieses Gespräch auf Erfüllung der entsprechenden Anweisungen der höchsten politischen Führung Deutschlands statt. Während des Gesprächs der Militärs fällt die Formulierung "Wir führen diesen Krieg". Dies ist ein eindeutiger Beweis, dass sowohl Deutschland als auch andere Länder, die in diesem Gespräch erwähnt, ja, das hat Baerbock tatsächlich auch schon gesagt. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegen irgendjemand anderen. Also das ist Konsens, dass das hier Kriegsbeteiligter gegen Russland ist. Also das ist ja was medial immer so diskutiert wird, aber das ist intern völlig akzeptierte Tatsache. Deutschland ist ja auch völkerrechtlich, dadurch, dass wir ukrainische Soldaten hier ausbilden, Kriegspartei. Werden die USA, Großbritannien, Frankreich und andere NATO-Verbündete Deutschlands. Also trotzdem, das sollte man dazu sagen, kann man darauf vertrauen, dass Russland so rational ist, dass es Deutschland nicht als Kriegspartei betrachtet. Also dass es halt deutschen Boden nicht angreifen würde, da das halt NATO würde. Also was auch wieder zeigt, dass da im Kreml kein durchgedrehter Irrer sitzt, sondern ein relativ rationaler Staatsmann. Aber das nur am Rande. Direkt in den Konflikt auf ukrainischer Seite verwickelt sind. Was bedeutet, dass sie alle direkt an diesem Konflikt beteiligt sind. Die Situation lässt sich mit zwei Worten beschreiben. Die Masken sind gefallen. Es besteht kein Zweifel, dass Deutschland und seine oberste Führung direkt für die Verlängerung dieses Konflikts verantwortlich sind. Dafür, dass alle Versuche, die Entwicklung der Situation auf die Verhandlungsebene zu bringen, gescheitert sind. Das ist ihr Verantwortungsbereich. Und natürlich werden Deutschland und seine Verbündeten bei all ihren Aktionen das gleiche Schicksal erleiden, das sie am Ende des Zweiten Weltkriegs erwartete. Auch der russische Chefdiplomat Sergej Lavrov äußerte sich zu dem Gespräch. Der Außenminister sagte, er sei von solchen Diskussionen nicht besonders überrascht. Das wundert mich andererseits wundert es mich überhaupt nicht. Ich habe Ihnen schon bei der Antwort auf eine andere Frage gesagt, dass wir definitiv wissen, dass NATO-Militärs mit involviert sind. Manchmal sind sie dort als Söldner da oder tarnen sich auf eine andere Weise. Also sie geben sich so, sie seien keine Angehörigen des NATO-Militärs. Aber das sind sie. Und bei diesem Gespräch finde ich einige Sachen interessant. Die deutschen Generäle reden darüber, wie sie auf schlaue Weise der Ukraine Langstreckenwaffen, die Taurus-Systeme liefern können, zum Angriff der Krim-Gruppe und Munitionsdepots, der Krim-Brücke und Munitionsdepots. Und sie diskutieren darüber, wie können sie das insgeheim machen, denn das gefällt dem Scholz nicht. Aber die Amerikaner und die Briten seien ja bereits dort. Und sie sprechen auch noch darüber, ist es möglich, ohne sich in der Ukraine aufzuhalten, aus der Ferne die Zielgebung für die Raketen vorzunehmen. Und einer der Generäle sagt, wissen Sie, es ist trotzdem unser direktes Engagement. Also Sie wissen schon, was Sie damit meinen. Und bei diesem Austausch, in diesem Gespräch hören wir auch den Aufruf, da sind ja in zivile Sachen gekleidete Jungs aus den USA. Zitat Ende. Also da müssen Sie sich so wirklich an der Nase ganz stark fassen, ich meine die Kollegen aus der NATO. Und da frage ich mich mal, wie Sie das Ihrer Bevölkerung erklären wollen. Auf Anfrage von RTDE teilte das deutsche Verteidigungsministerium mit,
Das wollte ich gerade fragen. Also was ist jetzt eigentlich mit der deutschen Sicht? Ich meine, wir haben ja aus der Tagesschau, dann werden wir werden uns gleich noch einen Bericht der Tagesschau ansehen. Aber da bin ich jetzt mal gespannt. Was sagt die Bundesregierung dazu? Also das Video geht noch 7 Sekunden, bin ich jetzt mal gespannt. Dass die Behörde Medienberichte über die durchgesickerte Aufnahme nicht kommentieren werde. Oh, in Russland haben sich schon alle Spitzenpolitiker dazu geäußert gefühlt und das Bundesverteidigungsministerium sagt, kommentieren wir nicht. Also das ist ja wirklich, oh Gott, wir leben echt in einer Clownswelt. Also wir werden uns gleich noch was von der Tagesschau ansehen. Also Spoiler, das wird wirklich die dümmste Form von Propaganda. Also das hier ist jetzt der Beitrag von Russia Today. Da kann man jetzt sagen, ja, die haben berichtet, was passiert ist. Die haben russische Spitzenpolitiker gezeigt. Die haben sogar gezeigt, was das Bundesverteidigungsministerium auf ihre Anfrage geantwortet hat. Also ja, wir dürfen nicht vergessen, von wem Russia Today, wo Dominik Reichert arbeitet, von wem das finanziert wird, nämlich vom russischen Staat. Dass das gefärbt ist, keine Frage. Aber wir können uns gleich mal die Tagesschau angucken. Und wirklich, der Tagesschau-Bericht, der geht noch mal 3 Level größer, was Propaganda angeht, im Gegensatz zu dem, was wir uns hier angesehen haben.